Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Slowdown. Mit mir hier dem Herrn Gleich und dem Herrn Sofort neben dran auf unserem Kanal Sofort und Gleich YouTube. Jo, Daily Combo Mastery ziehen wir uns mal rein. Und heute, ja, sind ein paar, ja, einigermaßen interessante Sachen drin. Also ich würde sie jetzt mir nicht unbedingt kaufen, aber auf jeden Fall besser als das von gestern. So, fangen wir mal an hier mit dem Sensei Ryan. Jo, ab und zu mal beim Roger hier mit Fighter-Karten habe ich den auch zur Auswahl bei mir im Deck. Ich habe ihn auch schon gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach nur, um mal nach rechts oder links zu pushen. Würde mir aber jetzt nicht für 500 Gems diese Combo Mastery holen. Auf Sensei keinen Fall. Ryan, niemals. Nein. Roach Coach Francine ist die nächste Combo und verstehe ich überhaupt nicht. Auch wieder so eine Mega-Schrott-Combo und die für 500 Gems. Naja. So, machen wir mal weiter jetzt hier mit dem nächsten. Das ist unser Whirlpool Bobby oder Hot Tubbin Bobby. Und auch den habe ich schon manchmal zur Auswahl bei mir gehabt, weil ich ganz gerne Bobby spiele. Aber also spielen tue ich nicht wirklich. Also da spiele ich lieber jede andere Combo als jetzt den Hot Tubbin Bobby. Also das. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, einmal in den letzten 5 Monaten habe ich das Ding gespielt. Keine Ahnung. So, also dann geht's weiter. NRA-Member. Und das ist natürlich jetzt, sage ich mal, für In Anfänger. Müffig ist das ein Ja, Mega-Deck. für Anfänger eine interessante Combo. Ey, ich kann mich dran erinnern. Ich habe Professor Farnsworth hier in Rare habe ich geliebt, ganz am Anfang. Und in der AM-Member war ich immer total happy, wenn ich die mal ausspielen konnte, ja. Und ja, und jetzt gibt es ja den Professor Farnsworth in Mythic. Und da muss ich echt sagen, da ist das Ding natürlich schon, sieht schon ziemlich geil aus. Da gehen wir ganz kurz eins weiter runter. Ja, also wer den Professor Farnsworth in Mythic hat, oder auch ein Anfänger. Auch ein Anfänger, der den Professor Farnsworth bei sich im Deck haben sollte. Also das Ding lohnt sich dann schon mal dafür die 1000 auszugeben. Ne? Also ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Slowdown. Mit mir, dem Herrn Gleichen, den werden sofort neben dran. Macht's gut, bis dann und tschüss. Ciao.